Ja, hallo, grüß euch nochmal. Wir haben hier etwas, was nochmal ein Extra-Thema ist. Und dann geht es einfach um Demenzerkrankungen, Alzheimer, Suchtkranke. Dann gibt es Menschen, die, sagen wir mal, ein extremes Übergewicht haben. Das alles sind aber Belastungen, Verwirrungen. Und Verwirrung und belastend ist etwas immer nur dann, wenn man sich auf etwas keinen Reim drauf macht oder wenn man mit etwas nicht fertig wird. Und wenn man mit etwas nicht fertig wird, ist es etwas sehr Bestehendes, was sich einfach nicht auflösen mag und einfach nicht weggeht. Nun habe ich aber in einem vorangegangenen Stream nicht nur eine These aufgestellt, sondern ich denke mal, das lässt sich auch mittlerweile nicht mehr bestreiten, dass sich in deinem Licht des Denkens, deines Denkens also, deine Probleme auflösen, auch wenn die sehr hartnäckig bestehen bleiben, eine ganze Weile. Das macht uns das Leben ja auch so schwer. Wir haben lange Zeit, eine sehr lange Zeit, Ideen, Theorien für möglich, für wahrscheinlich, für richtig gehalten, die uns aber im Nachhinein eine Menge Probleme machten. Ich hoffe, dass du das verstehen kannst. Wenn ich eine sehr lange Zeit, beispielsweise 12 Jahre, eine bestimmte Idee habe oder einer bestimmten Idee folge und am Klauen und Zehen dran festhalte, da schluckt die mich geradezu. Auch wenn dann die glorreiche tausendjährige Idee, das tausendjährige Reich zum Beispiel, auf einmal mit in Schutt und Asche liegt. Und ich trotzdem noch mit Klauen und Zehen daran glaube, dann hat mich das sehr eingebunden. Sehr. Und so sehr, dass ich gar nicht mehr auf den Gedanken komme, das loslassen zu wollen. Und das kann fatale Auswirkungen haben. Und es kann auch, wenn sehr, sehr viele damit drin hängen, für sehr viele andere auch fatale Auswirkungen haben, wie wir unschwer gesehen haben. Nun liegt es aber bei einem selbst, die eigenen Probleme, die eigenen Verklebungen, die eigenen Verkleistungen im eigenen Leben aufzulösen. Ich bin verhältnismäßig irritiert, dass das, was ich sage, sich so weniger Beliebtheit erfreut. Es mag daran liegen, dass in dem Augenblick, wo man das in die Tat umsetzt, man mit einigen körperlichen Schwierigkeiten zu rechnen hat. Ganz einfach deshalb, weil zunächst einmal die eigenen Probleme sich sehr körperlich im eigenen Körper abzeichnen, sehr sichtbar, sehr spürbar für einen selbst. Manchmal auch für alle anderen sichtbar, aber das ist eigentlich nicht so das Problem. Das Problem ist, dass du selber darunter leiden wirst. Natürlich leidest du dann darunter. Aber du leidest nicht darunter aus Rache. Es ist keine Strafe. Es ist keine Edge, ich habe es ja gesagt, Geschichte, sondern es ist einfach etwas, was zwangsläufig passiert. Wenn ich mir sehr viel auflade, dann wird die Last schwerer. Aber aufladen tue ich mir nur das, was ich vorher nicht wiederum wieder aufgelöst habe. Und dafür habe ich das Licht meines Denkens. Sollte es denn das Licht deines Denkens sein? Solltest du jetzt der Meinung sein, du hast immer nur Ärger und was weiß ich was und versäumst es, es aufzulösen, dann bleibt dieser Ärger bestehen. Und wie wir es auch schon gehört haben, zieht Gleiches Gleiches an. Mit anderen Worten, jemand, der sowieso schon Schwierigkeiten hat, der kriegt noch viel mehr. Und jemand, der auch gar keine Schwierigkeiten hat, sondern Leichtigkeit ist, ja, da wird natürlich auch alles leicht. Das kann ja nun so schwer nicht zu verstehen sein. Das kann ja nicht so schwer sein, das nachzuvollziehen. Ich glaube eher, dass es für euch so schwer ist, weil ihr die Idee scheut, dass ihr bei anderen eine nicht so gute Figur macht. Doch, glaubt ihr allen Ernstes, dass die, von denen du eine gute Figur machst, eine gute Figur machen? Nur weil du denen Etiketten aufklebst, haben sie sie nicht. Ist der Inhalt nicht stimmig? Ich meine, ich kann Nutella-Glas nehmen und da Erdbeermarmelade draufschreiben. Deshalb ist es aber trotzdem noch Nutella. Das ist das, was ich versuche, euch hier zu sagen. Ich weiß nicht, warum das so wenige hören wollen.
Und sicherlich gibt es auch welche drunter, die sagen mal, geistig wirklich nicht das hellste Licht auf der Torte sind, sagen wir mal so. Nur, das hellste Licht auf der Torte musst du bei anderen auch gar nicht sein. Das darfst du gar nicht. Aber auf deiner Torte solltest du das schon sein. Und das sollte auch dein Ziel sein. Es ist sehr kompliziert, sehr schwer, einen Weg einzuschlagen, der ganz auf die eigene Fährte, auf die eigene Route sich bezieht. Und wirklich, wo man sich wirklich nur auf sich selber verlassen kann. Das eigene Licht löst deine Probleme auf. Daran musst du immer denken. Und es liegt an der Frage der Beherrschung. Es ist eine Frage, ob du es beherrschen kannst. Und es auch beherrschen kannst, dass du damit nicht anderen Probleme machst. Ich habe von Alzheimer und Demenz gesprochen. Wenn ein Demenzkranker immer alles vergisst und sich irgendwann sich selbst vergisst, hat er ganz einfach, das heißt ganz einfach, er hat vergessen, alles in weißes Licht aufzulösen. Das ist das Einzige. Aber ein Demenzkranker, wenn man die Diagnose, also wenn ein junger Mensch die Diagnose Demenz bekommt, oder auch wenn ein älterer Mensch, was weiß ich, 50, 60 Jahre, jetzt kommt die Diagnose Demenz. Zunächst einmal, keine Panik. Alles in weißes Licht auflösen. Wir wissen, dass es mittlerweile Möglichkeiten gibt, so eine Demenzkrankheit auch aufzuschieben, über Medikamente und was weiß ich was alles. Aber eigentlich geht es hier nicht ums Aufschieben. Es geht hier darum, dass du in dieser Zeit, diese Zeit, die dir jetzt gegeben ist, alles so weit als möglich in deinem Licht auflöst, damit sich die Demenzkrankheit nicht weiter verbreiten kann. Damit das nicht ausufert, dass du irgendwann dann deinen Namen noch vergisst. Bei Suchterkrankungen das Gleiche. Wenn du süchtig bist, weil du einen bestimmten Stoff einfach brauchst, dann treibe das so weit wie möglich nach hinten. Wenn du es gewöhnt bist, schon morgens mit dem Trinken anzufangen, dann warte damit bis zum Abend wenigstens. Aber in dieser Zeit sage dir, ich löse das in meinem weißen Licht auf. Auch das Verlangen jetzt, eine Zigarette oder das Verlangen nach einer anderen Spritze oder was auch immer. Ich löse es so weit als möglich in meinem weißen Licht auf. Du wirst vielleicht trotzdem noch eine Therapie brauchen. Du wirst einen fachkundigen Rat brauchen. Was. Aber zunächst einmal geht es hier um deinen eigenen Kopf. Es geht um deine Probleme, die sich in deinem Licht auflösen müssen. Und ich möchte dich kurz daran erinnern, dass es mehrere Fälle von sogenannten Wunderheilungen nicht gab von anderen, sondern dass sie es geschafft haben, eine Krankheit, wie es so schön heißt, zu besiegen. Mit anderen Worten, sie wegzudrängen, sie aus ihrem Leben zu kriegen. Und das haben sie nicht geschafft, indem sie andauernd sich selber nur leid getan haben. Aber sie haben etwas anderes getan. Sie wurden irgendwie mit sich selber fertig. Und noch etwas. Ich möchte dich an einen Fall erinnern, der dir noch sehr gut im Gedächtnis ist. Nämlich der von Natascha Kampusch. Aber wenn eine 7-Jährige gefangen genommen, auf einmal sich in einer Burgverlies dann wieder findet, es war kein Burgverlies, es war irgendwo ein Reihenhaus oder was, und dann eine 7-Jährige auf den Gedanken kommt, mit sich selbst einen Pakt zu schließen. Ich komme hier raus. Eine 7-Jährige. Wenn eine 7-Jährige das hinbekommt, dann müsste es doch ein Mensch, der im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte auch schaffen. Und wenn eine 15-Jährige den Finger auf den Punkt legt, indem sie sagt, was heißt hier Umweltschutz? Es kommt doch nur darauf an, dass wir erst einmal uns nicht immer alle gegenseitig ablenken. Das sagt eine 15 oder eine fast 15-Jährige. Damals war sie schon drogensüchtig. Ihr Name ist Christiane F. Wenn das schon durchkommt, wenn das solche Kinder schon schaffen, die ja nun weiß Gott nicht gerade das Glück in diesem Fall mit den Büffeln gefressen hatten. Dann sollte es uns mit unserem verhältnismäßig alltäglichen Problem doch wohl auch noch gelingen. Und jetzt hör mit den faulen Ausreden auf, denn es sind welche. Bring deine Probleme sofort in das Licht deines Denkens, denn da müssen sie auch hin, damit sie sich darin auflösen können. Und hört auf, euch anderswo wichtig zu machen. Das hat wirklich.
Das ergibt keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass irgendjemand der illustren Gesellschaft von heute sich irgendjemand für das interessiert, was ich sage. Das ist schade, denn da müsste es eigentlich hin. Es müsste mittlerweile ein vorherrschender Gedanke in unseren Medien sein. Es müsste unser Denken prägen. Und es müsste mittlerweile auch gar nicht mehr zulässig sein, dass irgendjemand einem anderen Probleme macht. Das darf einfach nicht mehr gehen. Und wenn man schon zu irgendwelchen Beratungsstellen geht, müsste das da wie aus der Pistole geschossen kommen. Es müsste kommen. Das alles ist schwierig und das also müsst du jetzt auflösen, aber denke zunächst einmal daran, dass du weißes Licht bist. Das muss sofort kommen. Und in einer aufgeklärten, in einer erleuchteten Gesellschaft, in einer etwas höheren Sphäre, kommt das auch sofort. Und dann gibt es auch keine Suchtberatungsstellen mehr oder keine Eheberatungsstellen mehr und was weiß ich, was ihr euch da aus den Fingern gezogen habt. Denn da weiß jeder, das eigene Licht kann sämtliche meiner Probleme auflösen. Und wenn du verheiratet bist und wenn ihr Probleme habt, dann solltet ihr euch schleunigst da zusammensetzen und sagen, okay, wir haben es nicht geschafft, unsere Probleme gemeinsam anzugehen, aber jetzt können wir es. Ich weiß, ich bin Licht und ich weiß, das ist von dir auch und du weißt es von mir und du weißt es von dir auch. Und jetzt müsste es auch möglich sein, ein Zusammenleben zu gestalten, in dem wir uns nicht gegeneinander massakrieren. Und jetzt nehmt erstmal eure Vorliebe, was man doch gerne lieber selber möchte. Ich möchte mich jetzt aber gerne selber entfalten und was weiß ich, was alles. Nimm das erst einmal und sage dir oder verstehe es, begreife es. Du kannst sie erst dann selber entfalten, wenn deine Probleme sie aufgelöst haben. Und nicht, wenn du sie alle mit dir rumträgst. Oder hast du schon mal einen Schmetterling gesehen, der seinen Puppen oder seine Puppe da mitnimmt? Wir werden wohl sehr, sehr schnell dahinter kommen müssen. Und darum sage ich dir, nimm jetzt deine ganzen Sachen, deine ganzen Maläschchen, auch die Diagnosen vom Arzt und was du sich versagst, alles und bringe das unverzüglich in das kristallweiße Licht deines Denkens. Dazu musst du natürlich erstmal kristallweißes Licht sein. Aber wie ich schon gesagt hatte, du kannst nicht alle Angelegenheiten von dir allesamt auf einmal auf ein klitzekleines Fämmchen hauen. Also bitte sorg erstmal dafür, dass das Feuer erstmal stabil ist. Aber noch etwas, es darf nicht außer Kontrolle geraten. Ein kleines Kerzchen auf dem Tisch, umgestoßen, kann alles in Brand setzen. Also bitte, das darf nicht unkontrolliert sein. Puh. Ich hoffe, dass du das verstehst. Und wenn du es immer noch nicht verstanden hast, ich sage dir eines, hinter aller Materie, was du hier siehst, steckt zunächst einmal eine geistige Idee. Alles eine Kopfgeburt. Soweit ich das weiß, brachte Zeus Athene mit dem Kopf zur Welt. Eigentlich bringen wir alles mit dem Kopf zur Welt. Nur wenn wir einen Körper in dem Sinne haben wollen, brauchen wir dann eben die Geburt eines Menschen. Aber das ist etwas anderes. Ich hoffe, dass du jetzt verstehst, worum es hier wirklich geht. Das musst du verstehen. Sonst kriegst du dein Leben niemals gebacken. Sonst bist du immer dem ausgesetzt, was da so kommt. Das kann eine ganze Menge sein. Und im Augenblick sind viele Menschen, ach du lieber, sind viele Menschen etwas ausgesetzt, was wir nicht kontrollieren können. Aber wir können das doch nicht in einen unkontrollierten Flächenbrand werfen. Wir werden schon dafür sorgen müssen, dass wir erstmal begreifen, dass das weiße Licht unseres Denkens das ist, in dem sich unsere Probleme auflösen. Dann kannst du auch wirklich alles reingeben. Aber dazu müssen wir es erstmal kultivieren. Es ist eine Trainingssache. Ich habe das vor ein paar Stunden schon mit einem Artisten verglichen, der da auf dem Trapez da so hin und her schwingt und da Saltos dreht und was weiß ich was alles und von einem Kollegen da aufgefangen wird und dann geht er auch weiter und so weiter. Oder die Keulenschwinger oder die Jongleure, die da was weiß ich was, wie viele Keulen da in die Luft werfen. Das machen sie mit einer traumwanderischen Sicherheit. Und diese Sicherheit muss von dir jetzt auch kommen. Aber die Sicherheit, es kommt alles in mein kristallweißes Licht meines Denkens. Und schon lösen sich die ganzen Schwierigkeiten in deinem Kopf auf. Und lösen sich die Schwierigkeiten in deinem Kopf auf. Und dann zieht die Materie nach.
Wir wollen hoffen, dass du das verstehst. Das passiert übrigens auch, wenn du schon eine Diagnose auf dem Tisch hast oder ähnliches. Das passiert immer. Du musst alle deine Schwierigkeiten in deinem Kopf auflösen. Denn wie du schon mitbekommen hast, gerade bei demenzkranken Leuten ist das ja so ein Ding, es ist eine Kopfsache. Sie vergessen ja alles und das vergessen sie in ihrem Gehirn. Mit anderen Worten, das muss sich wieder auflösen. Und jetzt sage ich dir an dieser Stelle, erzähle ich dir jetzt eine Geschichte. Und das ist eine Geschichte, die verifiziert ist. Also das ist eine, die, es hat ein Arzt erzählt. Also das, und zwar das, was er selber erlebt hat. Er selber ist Gehirnforscher, aber das ist eine andere Sache. Und, oder das so nebenbei. Aber eine Nonne, die hochbetagt war, 97 Jahre, spendete oder hat verfügt, wenn sie stirbt, dann soll ihr Körper der Wissenschaft gespendet werden. Das war schon für eine Nonne sowieso schon mal ein großer Schritt, wenn ich meine, die denken dann ein bisschen anders. Aber nee, sie hat ihren Körper dann der Wissenschaft gespendet. Und ihr Gehirn kam dann auch, wurde dann untersucht und dann hat dann freundlicher Kollegin ihn angerufen. Oh Gott, sagt er, da wäre ein schwerer Fall von Alzheimer. Muss ja wirklich hochgradig dement gewesen sein. Und da sagte der befreundete Arzt, nee. Und er kannte die Nonne ja, die den Körper gespendet hat. Da sagte er, nee. Die Nonne, die hat noch im hohen Alter bis 3 Wochen vor ihrem Tod mit Kindern noch Memory gespielt und hat da mithalten können. Ich meine, wir alle kennen das, wenn wir mit Kindern Memory spielen, dann haben die Kinder da solche Säulen von Kärtchen und wir selber haben da so 3, 4 kleine Pärchen da zusammengekriegt. Nee, bei Tieren, bei Kindern, die lernen da unheimlich schnell alles. In diesem Alter lernt man es ja noch sehr schnell. Aber der sagt dann, nee, der hat noch mithalten können beim Kinder beim Memory spielen und hat noch im hohen Alter vor dir noch mit dem Fahrrad. Und wusste sofort, wusste genau, wo sie hin wollte und so. Die war nicht dement. Nee, sagte der andere, das kann nicht sein. Das Gehirn ist ja voller Verkalkungen. Ist das klar? Sogar wenn die Wissenschaft, der Körper, die körperlichen Voraussetzungen völlig dagegen sprechen. Diese Nonne hatte aber so ein Gehirn, das völlig verkalkt war und trotzdem war sie hochbegabt, trotzdem war sie über Memory-Spielen, wer weiß, wie hoch, manchmal sogar Kindern überlegen, manchmal. Es sei denn, sie ließ sie gewinnen, aber das ist eine andere Sache. Und fuhr noch Fahrrad bis ins hohe Alter. Und die starb, als sie 97 Jahre alt war, geistig völlig klar und fit. Also bitte, das ist ein Fall. Du kannst nicht sagen, das ist ein Fall. Einer. Ja, was heißt einer? Das gehorcht einem Gesetz. Wenn nämlich jemand andauernd denkt, alles ist eine Kristallenergie, ist auch alles eine Kristallenergie. Und wenn jemand andauernd sagt, Jesus Christus, ja, dann ist es auch bei Jesus Christus, aber Jesus Christus ist in der Tat der Vorsteher der Kristallenergie. Und hör jetzt auch darüber zu diskutieren, darum geht es jetzt nicht. Diskussionen führen uns hier nicht weiter. Du musst dann alle deine Probleme in die Kristallenergie bringen. Und wenn du keine Lust hast, Mönch oder Nonne zu werden, dann hast du dazu keine Lust, will ja auch keiner, braucht ja auch keiner. Aber das alles in die Kristallenergie muss, das ist wichtig. Und das ist für dich sehr wichtig. Äußerst wichtig. Liegt doch auf der Hand, gell? Gut. Dann danke ich fürs Zuhören. Und ich weiß nicht, weil das jetzt auch so eine Überschrift ist. Ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt zu denen gehört hast, die meine Posts schon öfters mal gesehen haben oder so, aber ich beende das eigentlich immer, indem ich sage, in der Kristallenergie sehen wir uns wieder. Das liegt einfach daran, dass sich in der Kristallenergie sich alle unsere Probleme auflösen. Wirklich alle. Einfach, unison. Und das kann jeder Mensch in Anspruch nehmen. Denn ich meine, ganz egal, wie schwer der daneben gehauen hat, ganz egal, was für Verfehlungen er da sich da aufgehäuft hat, ganz egal, wie belastet er ist, im Klartext, ganz egal, wie viele Leichen du da im Keller hast, es löst sich in der Kristallenergie auf. Natürlich löst sich das so auf. Aber bevor du anfängst zu spotten und zu sagen, kann sowieso nicht sein, du kannst es ja mal tun. Und das Erste, was du merkst, ist, dass dein Kopf sich meldet. Oh, der meldet sich. Der meldet sich unter Garantie. Und es tut weh. Wir kriegen Kopfschmerzen. Das mussten wir auch kriegen, weil in unserem Denken ist ja einiges schiefgelaufen. Versteh mich bitte recht.
das Universum ist die Ausdenkung des Alls. Und wenn das All denkt, dann denken wir, und wir denken auch, ja, was haben wir wohl mit dem All gemeinsam? Wir denken. Wenn du das immer noch nicht verstehst, dann ist das bitter für dich, wenn du unter irgendeiner Krankheit leiden solltest, die, sagen wir mal, dich an Sucht oder sonst irgendwas bindet. Es tut, das ist sicherlich blöd dann, aber ich meine, ich habe hier keinen Rechtsanspruch hier zu behaupten. Ich habe nicht vor zu diskutieren. Ich diskutiere weißes Licht niemals. Also entweder es leuchtet nicht, Ende der Durchsage. Ich beanspruche hier keine großartigen, wie sagt man das, ich beanspruche hier keine großartige Reputation oder ich beanspruche hier keine Sendeplätze oder ich beanspruche hier keinen Alleinanspruch auf Wahrheit. Das war's. Ich beanspruche hier keinen Alleinanspruch auf Wahrheit, denn genau das ist euer Problem. Denn jeder findet exakt genau die Wahrheit vor, für die er reif ist. Und das heißt, ich kann doch mit jemandem nicht diskutieren, der gerade dafür gar nicht reif ist. Wenn er gar nicht sehen will. Wenn sich jemand so unglaublich gerne selber leid tun will, dann wird er Gründe dafür finden, dass er sich selber leid tut. Und natürlich wird es irgendwas geben, was ein anderer ihm angetan hat. Denn genau das ist ja die Idee dahinter. Die Frage ist, bist du stark genug, alle Umstände in deinem Leben zu ignorieren, um nur alles in weißes Licht zu bringen? Und dann, es ist alles im weißen Licht. Ignorieren ist jetzt ein blödes Wort, weil was mit weißes Licht zu tun, muss ich ja wissen, dass ich es tue. Aber ich meinte, zu übersehen, zu sagen, komm, ich sehe doch mal weg, ich bringe das alles ins weißes Licht, es belastet mich verdammt nicht mehr. Und dieses Versprechen musst du halten, was du dir dann selber gegeben hast. Du musst es ja nicht allen anderen versprechen. Es reicht ja, dass du es dir versprichst. Also nochmal, alles kommt ins weiße Licht und jetzt belastet es dich nicht mehr. Punkt. Und die Frage ist, inwieweit du das beherrschst. Ich erlaube mir an dieser Stelle den Artisten wieder ins Spiel zu bringen, der wirklich jahrelang üben musste, damit er da seine Salto Mortale da auf dem Trapez hinkriegt. Und dann auch wieder von einem anderen aufgefangen werden kann. Sowas ist Übung. Übung, Übung, Übung. Tja, dann mal schauen. Und genau das solltest du auch tun jetzt. Solltest du unter irgendeiner gerade ganz furchtbaren Diagnose oder einem ganz furchtbaren Ereignis oder was auch immer, was da gerade passiert ist, leiden. Alles in ein weißes Licht. Es gibt keine andere Lösung, weil eine andere Lösung würde das nur aufschieben. Du findest vielleicht noch einen anderen Weg, noch irgendwie so einen Königsweg oder sonst irgendwas, so ganz schnell da irgendwie noch durch oder was. Und vielleicht kannst du dich mit jemand anders einigen oder wie auch immer. Aber der kommt da gleich hier wieder. Also du hast es nicht aufgelöst, du hast es vor dir hergeschoben. Aber genau, das ist ein total Irrtum. Du darfst es nicht vor dir herschieben. Du musst es schon auflösen. Dann danke ich fürs Zuhören. Ich sag dir, in der Kristallenergie sehen wir uns alle wieder. Bis dann, tschüss.